Hallo Bikerfreunde, ich habe hier ein cooles weiteres Video jetzt vor, und zwar geht es um das Thema, wie schütze ich meine Augen bei Jethelmen oder Integralhelmen, die keine Visierfunktion haben. Und ich habe das jetzt schon hier erwähnt, Visier. Also Visier ist eine Art und eine Form, wie man die Augen schützt. Man hat aber auch die Möglichkeit von normalen Brillen, Brillen mit einem technischen Hintergrund, dann solche Snowboard-Brillen, Skibrillen, das zeige ich euch auch dann gleich. Und dann natürlich die Visiere, und bei den Visieren haben wir auch je nach Style oder nach Bedienung haben wir auch hier mehrere Möglichkeiten. Da haben sich ein paar Unternehmen was Cooles überlegt. Aber ich kann euch mal zeigen, was ich so verwende. Und da gehe ich gleich einmal zu den Brillen. Zum Beispiel diese Brille hier. Das ist eine John Doe Brille mit einer photochromatischen Linse. Bedeutet, das Glas dunkelt dann ab mit dem UV-Licht. Das heißt, man hat hier 2-in-1 Brillen. Eine Tag- und eine Nachtbrille. Und man hat hier innen drinnen, ich zeige euch das einmal, so einen Rahmen, weil meine Augen sind sehr sensibel und dann kommt Wind und Staub rein und dann fangen sie an zu tränen und dann sehe ich gar nichts. Und das ist so mein Helm, und da ich halt mit diesem Jethelm fahre, habe ich mir gedacht, okay, was könnte ich wirklich nützen? Früher habe ich immer zwei Brillen verwendet, einmal die durchsichtige, einmal so eine gelbe für die Nacht. Und dann eine dunkle auch für den Tag. Aber dann kam das halt mit dieser selbst abdunkelnden Technik, und das hat mir irgendwie mehr gefallen. Und dann habe ich die hier ausprobiert. Ich zeige euch das einmal. Wenn ich sie aufsetze, sie schließt sehr schön hier unten ab. Schließt auch von oben schön ab. Ich kann aber auch immer diesen Rahmen hier rausnehmen und dann quasi das auch so tragen ohne den Rahmen. Oder dann zum Beispiel auch die Brille quasi so nützen, auch zum Arbeiten, weil es ja ein Sicherheitsglas ist und so auch meine Augen schützen von irgendwelchen Splittern oder je nachdem, was man halt macht. Das ist zum Beispiel so eine Brille mit einem technischen Teil. Dann gibt es natürlich verschiedenste Brillensorten. Man kann ja auch seine private Ray-Ban oder sonstiges, was man trägt, tragen. Zum Beispiel so wie die hier, aber das Problem ist, bei mir wäre halt hier diese Öffnung, da kann der Wind und Staub reinkommen, für mich wäre das nichts, aber ich habe Freunde und Kunden, die fahren nur mit solchen Brillen und haben überhaupt kein Problem. Und das ist halt das Thema, jeder ist anders drauf und bei allen gibt es immer Unterschiede. Wenn wir über Brillen noch reden, dann gibt es ja natürlich diese typischen Motocross-Brillen, die gibt es jetzt von verschiedensten Marken, von verschiedensten Brands. Hier habe ich zum Beispiel eine von DMD. Die wurde quasi hier zum Beispiel in weiß mit einem durchsichtigen Glas gemacht, aber es gibt ja auch mit dunklen Gläsern. Das Coole ist, man kann bei diesen Brillen das immer tauschen. Natürlich jetzt beim Vorführeffekt ist es sehr schwierig, aber man sieht es hier. Man kann das Glas einfach rausnehmen und wieder austauschen durch ein dunkles. Man kann zum Beispiel halt, wie gesagt, zwei Gläser dabei haben, ein dunkles, ein durchsichtiges. Und hier das Schöne bei so einer Brille oder das Gute ist, man hat hier drinnen in den Bändern auch solche Bremseinrichtungen. Das heißt, wenn man das oben hat, dann verrutscht es nicht. Und zum Beispiel, wenn man keine Brillenhalterung hat, ist das auch ganz gut geeignet. Was ich auch empfehlen kann, ist, wenn man ein Brillenträger ist mit optischen Brillen, man kann halt versuchen von verschiedensten Brands, ob die dann über die eigene Brille dann drüber passen vom Rahmen her. Hier, die wäre vielleicht etwas zu eng, aber es gibt halt andere Brillenhersteller, die haben dann ein größeres Sichtfeld, dann funktioniert das auch. Wir haben dann schon bei einigen Motorradclubs oder Fahrern gesehen, die wirklich sehr viel mit einem Jethelm fahren, aber Brillenträger sind, dann vielleicht auch noch eine Allergie haben auf Kontaktlinsen und dann müssen sie eine Brille tragen mit optischen Gläsern, dass das ganz gut funktioniert. Und was auch noch funktioniert, sind natürlich Visiere. Hier gibt es etwas, was seit den letzten 2 Jahren sehr beliebt geworden ist. Und zwar, das ist eine Mischung aus so einem aus einer Motocross-Brille quasi mit Band und einem Visier. Das ist zum Beispiel hier, es gibt es in groß und in klein. Und ich zeige euch das kurz, wieso das interessant ist. Man zieht das quasi über den Helm drüber, fixiert es hinten in der Brillenhalterung, weil bei dieser Variante gibt es keine Bremseinrichtung, das heißt, das rutscht, deswegen wäre es gut, wenn man eine Brillenhalterung hat.
Man zieht den Helm an. So, also ich habe hier das Visier, ich schütze meine Augen. Das ist ganz gut, zum Beispiel bei Regenfahrten oder Nachtfahrten, und ich habe keine Brille dabei und ich will keine haben und ich will einfach nur meine private schöne Brille tragen, so wie die hier, zum Beispiel meine Fashionbrille, ja, und dann fahre ich untertags, fahre ich zum Beispiel so mit ihr, und dann abends kann ich aber nicht mit ihr fahren, weil dann sehe ich nichts, also habe ich dann dieses Visier. Vorteil ist die Bewegung, das heißt, ich kann sie bei einer Ampel wieder rauf tun und runter tun, und somit bin ich flexibel, weil alles, was ich sonst über diese Druckknöpfe befestigen würde, wie zum Beispiel dieses Bubble Visier, das wäre dann fix oben und dann kann ich nicht damit arbeiten. Ja? Und wenn jetzt jemand aber auch noch eine optische Brille hat, dann zieht er ja zuerst den Helm an, dann die optische Brille und dann erst das Visier. Und wenn ich so ein Visier mit Druckknöpfe habe, muss ich das dann selber irgendwie dann treffen, dass ich es fixiere. Wenn ich aber so etwas habe mit so einem Band, kann ich ganz easy drüber, drunter habe ich meine optische Brille und that's it. Ja, das gibt es quasi in klein oder in Großformat. Ja, zum Beispiel das hier. Von diesen Visieren, was ich vorhin erwähnt habe, mit den Druckknöpfen, gibt es natürlich verschiedenste Varianten. Es kommt halt einfach auf den Hersteller an. Das Schöne ist immer bei den meisten, sie haben auch hier die Möglichkeit zum Einstellen. Am besten ist, ihr fragt immer, ob die jeweiligen Visiere kompatibel sind mit den anderen Helmen, weil nur weil ein Herr Visier drei Druckknöpfe hat, bedeutet es nicht, dass er auch immer auf einen drei Druckknopfhelm drauf passt, weil es kommt auch immer darauf an, wie weit sind die Druckknöpfe voneinander entfernt, und dann ist es vielleicht zu knapp und man kann es dann nicht drauf montieren. Dasselbe funktioniert natürlich auch auf zum Beispiel Integralhelmen, ja, die auch die Möglichkeit haben, dass man das dann befestigt, entweder über diese drei Druckknöpfe, so wie bei dem Visier, ja, wo das genau drauf angepasst ist, oder zum Beispiel solche Bandvisierhelme, wo man das quasi mit dem Band erledigt, dann hat man das drauf, schaut, und dass es noch schön aneinander liegt. Und that's it. Diese Möglichkeiten hat man, und einfach hier nachfragen, wenn ihr euch nicht auskennt, schaut in den Shops rein, ob dann bei den Beschreibungen was dazu steht, für was die kompatibel sind oder nicht. Ansonsten könnt ihr uns auch immer fragen, schaut auf unserer Seite rein, boba-store.com, folgt uns auf Insta und auf TikTok, boba.fashion. Ich bin der Marco und wir sehen uns im nächsten Video.